Hallo, das, was Sie hier sehen, ist unser Wiesenlabyrinth in der Klinik Hohemark. Labyrinthe sind schon uralt. Vor 4000 Jahren gab es schon Labyrinthe und wir haben uns hier ein besonderes Labyrinth gebaut. Vielleicht haben Sie es erkannt, es ist kein klassisches Labyrinth. Aber erstmal, was ist ein Labyrinth? Ist ein Labyrinth ein Irrgarten? Nein. Das ist wichtig, wenn Sie sich mit einem Labyrinth beschäftigen. Labyrinthe sind Wege. Wege zur Mitte, Wege zu einem Ziel. Und wer sich in so ein Labyrinth begibt, geht mit der Gewissheit, ich komme an ein Ziel. Und diese Botschaft hat so ein Labyrinth, wie wir es hier haben. Das Besondere an unserem Labyrinth ist jetzt, man kann in dieses Labyrinth hinein und sich dann entscheiden, nehme ich die Abkürzung zur Mitte oder gehe ich den langen Weg mit den Verschlingungen, mit dem mal mehr zum Ziel zu kommen, mal weiter weg zu sein, den langen Weg zur Mitte. Es gibt Menschen, die wir hier in der Klinik behandeln, die sind auf einem Weg zu sich. Und die wollen wissen, was ist da in meinem Inneren? Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wie bin ich der geworden? Und es gibt andere Patienten, die haben diesen Weg ins Innere lange genug zelebriert und die fragen sich jetzt, so, jetzt weiß ich, wer ich bin. Aber wie komme ich jetzt wieder zu den anderen, ins Außen? Wie gehe ich den Weg nach außen von meiner Mitte, wo ich mich vielleicht inzwischen wohlfühle, wo ich sage, ja, dazu stehe ich? Und dann kann diese Person hier in unser Labyrinth rein und geht in die Mitte und läuft ihren Weg nach außen. Und wer beides will, der beide Wege sich zutraut, kann den langen Weg zur Mitte und den langen Weg nach außen gehen. Das ist das Besondere an diesem Labyrinth. Ich nenne es jetzt mal unser therapeutisches Labyrinth. Labyrinthe haben in der Mystik, in der christlichen Mystik auch eine Bedeutung. Sie sind vergleichbar mit Pilgerwanderung. Pilger wollen sich der Mitte, dem Zentrum des Glaubens widmen, wollen auf diesem Weg auch etwas sich lösen von dem, was sie im Alltag festhält. Und deswegen sind in Kirchen Labyrinthe immer in der Kreuzform aufgebaut, sodass man immer ein Viertel ab läuft und dann ins Nächste kommt und dadurch entsteht immer wieder eine Begegnung mit dem Kreuz. Das hat die christliche Symbolik für sich entdeckt und das nutzen wir, um es in Annäherung daran hier auch einzubringen. Die Mitte dieses Labyrinths war zunächst frei. Und eine Patientin hat mich darauf gebracht, weil sie so Angst hatte vor diesem Weg ins Innere. Ich brauche eine attraktivere Mitte. Und dann hat sie diese Pflanze, die jetzt in der Mitte wächst, mitgebracht. Eine Lupine vom Wegrand. Und daneben wächst jetzt eine kleine Sonnenblume, sodass wir für diesen Weg zur Mitte die Mitte etwas attraktiver gestaltet haben. Weniger Angst vor dem, was da mir begegnet. In ein oder zwei Wochen wird dieses Wiesenlabyrinth verschwunden sein, weil nämlich die Wiese gemäht wird. Und mal sehen, ob von diesem Weg noch etwas wahrzunehmen ist, den einige Menschen in der Zeit, die dieses Labyrinth hier bestanden hat, gegangen sind. Falls
wir nochmal ein Video drehen in ein paar Wochen, dann werden Sie vielleicht etwas von dem Überbleibsel dieses Labyrinths darauf sehen können. Bis dahin wünsche ich allen, die dieses Labyrinth begehen, eine gute Erfahrung. Man muss es ausprobiert haben, um zu wissen, was da passiert.